Ist eine sehr gute Frage und da kann man durchaus aus verschiedenen Perspektiven darüber diskutieren. Es gibt auch die Überlegung, ist es eigentlich ein Wert an sich, Bürgerenergie zu haben? Ist es etwas Schönes, so wie wir vielleicht, ja, was weiß ich, Klimaschutz machen wollen, weil es sich einfach gut anfühlt oder einen demokratischen Wert in die Energiewende bringt, wenn wir Bürger beteiligen. Aber nein, aus unserer Sicht ist Bürgerenergie systemrelevant, weil wir haben es in Deutschland zu tun mit einem sehr starken Ausbau über die letzten Jahre. Jede 10. Kilowattstunde ist heute Bürgerstrom im Netz. Das ist etwas, was aber auch auf dem Rückgrat der Bürger passiert ist. Wir haben 90 Milliarden, die von Bürgern investiert worden sind. Wir haben 1,5 Millionen Anlagen im Wind, im Biomasse, im Photovoltaikbereich, die von den Bürgern installiert worden sind. Das schafft eine unheimlich hohe Akzeptanz. Wenn wir das rauskürzen, also Bürgerenergie rauskürzen, dann werden wir über kurz oder lang den Effekt haben, dass die Energiewende abgewürgt wird, dass sie langsamer vonstatten geht und dass auch die Akzeptanz, was alles miteinander zusammenhängt, rapide nachlassen wird. Wir können nicht wie in der Vergangenheit einfach nur eine Produktion anreizen, wo wir sagen, wir geben eine Vergütung dafür, dass jemand eine Anlage installiert, sondern wir müssen sehr viel stärker vom Verbraucher her denken. Und das Besondere ist, dass die Verbraucher ein hohes Interesse daran haben, wenn man sich Meinungsumfragen anschaut, erstens selber Akteure der Produktion zu werden, also ihren eigenen Strom zu produzieren und zweitens regionale Produkte zu beziehen. Beides sind Elemente, die momentan nicht vorgesehen sind, eher zurückgestuft werden. Wir sind der Meinung, dass man aber genau das braucht und dass für diese dezentralen Konzepte, für die Erhöhung der Wertigkeit des Stroms und Systemstabilität, diese bürgerenergiebetriebenen dezentralen Versorgungskonzepte letztendlich auch sehr, sehr hilfreich sein werden. Zunächst mal muss man sagen, dass bei Ausschreibungen die internationale Erfahrung ist, dass sie im Energiemarkt in der Regel nicht dazu geführt hat, dass Projekte besser umgesetzt werden, dass Ziele schneller erreicht werden oder auch, dass die Kosten gesenkt werden. Deswegen ist aus unserer Sicht überhaupt erstmal zweifelhaft, wofür Ausschreibungen hilfreich sein können im Markt. Nach allem, was wir wissen, werden Ausschreibungen, und es haben auch Studien gezeigt, Kleininvestoren definitiv davon abhalten, sich einzubringen in diese Marktdesign-Modelle, weil es einfach ein sehr, sehr viel komplexeres System ist, weil die Sicherheiten abhanden kommen, weil man viele Stufen erstmal erfüllen muss an Präqualifikation, um da mitmachen zu können. Und ein klassischer Bürgerenergieakteur, eine Gesellschaft, die sich vor Ort gründet und Nachbarn und Gemeindemitglieder zusammenbringt, wird oft weniger Möglichkeiten haben, Projekte so weit zu entwickeln mit den Vorlaufkosten, um auch in so eine Ausschreibung zu gehen. Wir haben uns sehr, sehr intensiv damit befasst, weil wir auch genau diese Frage beantworten wollen und weil wir auch uns bemühen wollen, zumindest darüber nachzudenken, ob es diese Möglichkeiten gibt. Nach allem, was wir wissen und sehen, und die Wissenschaft hat uns dazu auch Analysen produziert, wird es so sein, dass man etwas Schlechtes nur vielleicht ein bisschen weniger schlecht machen kann an der einen oder anderen Stelle. Natürlich kann man manche Risiken abfedern oder die Transparenz erhöhen, die Kommunikation, um auch solche Systeme weniger komplex zu gestalten. Am Ende des Tages sind Ausschreibungen aber nach allem, was wir wissen, immer nachteilig. Es wird ja immer wieder gesagt, wir machen Ausschreibungen in Deutschland, weil die EU-Kommission das von uns verlangt. Die EU-Kommission hat auch Untergrenzen definiert, unterhalb derer man mit einem normalen Vergütungsmodell weiter den Markt gestalten kann. Diese Untergrenzen müssen ausgeschöpft werden. Sie hätten auch schon ausgeschöpft werden können bei den Freiflächenanlagen, aber auch in Zukunft wird das natürlich eine wichtige Rolle spielen. Wenn wir jetzt die Ausschreibungen bekommen, dann geht es auch darum, diese Rahmenbedingungen zu erklären und greifbar zu machen, um vielleicht doch irgendjemand hinterm Ofen vorzulocken und sich mit einem Solarpark bei einer Ausschreibung zu beteiligen. Also insofern, es geht um Kommunikation, um Austausch, aber es geht auch bei diesen neuen Marktmodellen und Geschäftsmodellen darum, Wissenschaft zu betreiben, das heißt auch in die Forschung zu gehen und bestimmte Fragestellungen zu analysieren gemeinsam und das in einer vernetzten Art und Weise mit Bürgerenergieakteuren vor Ort eben auch umzusetzen, was da an Ergebnissen produziert wird.